Ja, auf meinem Kanal ein Unboxing zu einer Powerbank, aber es handelt sich hierbei nicht um eine normale Powerbank, denn was diese so besonders macht, das erfahrt ihr nach dem Intro, also viel Spaß. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch schon mal was von Produkten im sogenannten Porsche-Design gehört und ja, Porsche klingt nach dem Auto, nach der Automarke Porsche und damit hat es auch was zu tun, denn es gibt die sogenannten Porsche Design Studios und diese gehören zur Porsche AG und in der Porsche Design Studio AG sind weitere Unterfirmen, welche Produktdesign entwickeln und verschiedene Produkte dann im sogenannten Porsche Design rausbringen. Diese Powerbank, welche ich hier habe, ist von RevPower, aber wurde zusammen mit dem Studio FA Porsche entwickelt und ja, das ist eben eins dieser zertifizierten Porsche Design Studios. Und was nun an dieser Powerbank so besonders ist, das möchte ich gleich mal rausfinden. Denn theoretisch, es handelt sich hierbei um eine normale Powerbank. Und die Frage stellt sich jetzt, wieso soll ich eine Powerbank mit Porsche Design kaufen? Lohnt sich das überhaupt? Denn man kann es mit einem Auto vergleichen. Man kommt auch mit einem VW von A nach B und erreicht so sein Ziel. Aber die Frage ist natürlich, wie erreicht man dieses Ziel? Und ich bin mir ziemlich sicher, in einem Porsche macht es einfach deutlich mehr Spaß als in einem langweiligen VW. Aber gut, genug gelabert. Wir gucken uns mal die Verpackung an, denn die finde ich schon ziemlich nice. Die ist hier in so einem matten Pappkarton, wo schön glänzend am RevPower steht. Die Webseite, also revpower.com. Und dann hier nochmal iSmart Plus, denn das ist die Ladetechnologie. Und was ich ziemlich nice finde, so bei einer Powerbank, man kann das hier so rausleiden. Voll geil. Aber damit war es das noch nicht. Da hat man hier nochmal alles schön drin. Und auch das werde ich mal rausleiten. Das ist so Unboxing Experience wie am Smartphone. Und ja, hier ist jetzt nichts mehr drin. Dafür haben wir jetzt die beiden Kartons. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem nicht ganz so wichtigen an. Oha, okay. Hier wird sogar eine Kunstlederhülle mitgeliefert, damit die Powerbank nicht zerkratzt. So. Hier Kabel und oh, schöne Flachbandkabel. Geil. Und dann eben die Powerbank und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich habe die selber nur auf Bildern gesehen. Ah, okay, bisschen kaputt gemacht jetzt und oh, das glänzt. Oh shit, oh shit. Eine Garantie. Lebenslange Garantie auf eine Powerbank, das ist doch mal nice. Und dann einmal aus der Folie raus und irgendwie. Oh, huhu. Ist die hochwertig. Okay. Okay, okay, okay. Die Powerbank ist komplett aus gebürstetem Aluminium, also aus einem Block. Hier steht nur RevPower, das ist gebürstetes Aluminium. Hier ist gebürstetes Aluminium und oh, die ist hochwertig. Und nur hier vorne, wo noch so eine Diamantschliffkante ist, hat man halt so einen Hochglanz-Kunststoff, ist das, glaube ich? Ja, also nur hier vorne, das ist Kunststoff. Da ist dann auch der Einschalter, um zu gucken, wie der Ladestatus ist und eben die beiden USB-Anschlüsse mit der iSmart-Technologie. Und das ist einfach sowas, da wenn man ein Gerät anschließt, wird eben erkannt, was es ist und dieses wird mit der optimalen Leistung vollgepumpt, damit das Gerät schnell wieder aufgeladen ist. Und die Leistung hier bei den USB-Anschlüssen beträgt 5 Volt und 2,4 Ampere. Also damit kann man schon Quick Charge-mäßig sein Gerät aufladen. Und falls die Powerbank mal leer sein sollte, hat man dann hier den Micro-USB-Anschluss, über den man dann alles wieder aufladen kann. Und die Kapazität der Powerbank beträgt 20.100 mAh. Also irgendwie ein iPhone 7 bekommt man damit schon 7 Mal aufgeladen, glaube ich. Und ja, wer hätte es gedacht, die Powerbank lädt auf. Also das, was eben eine Powerbank tut. Nur die Frage ist jetzt, brauche ich so eine Powerbank? Und vom Preis her sind Porsche Designprodukte eigentlich immer wesentlich teurer. Aber ich habe diese Powerbank hier bei Amazon gesehen und die kostet knapp 60 Euro. Klar, für eine Powerbank ist das ziemlich viel Geld, aber sie hat eine ziemlich hohe Kapazität mit 20.100 mAh. Sie ist verdammt hochwertig, sieht geil aus und hat einige smarte Features. Also lädt die Geräte auch dann gut auf, man hat zwei Anschlüsse. Wenn man es irgendwie mit einer Powerbank von zum Beispiel Anker vergleicht, nimmt sich das gar nicht mal so viel. Und zudem ist die Powerbank auch noch ziemlich kompakt und fühlt sich einfach solide
und hochwertig an. Ich würde mal sagen, ich hatte mal den Porsche unter den Powerbanks und wenn einem das das Geld nicht wert ist, dann kauft man sich eben eine andere Powerbank. Aber ich finde es schon ganz geil, dass man so eine Powerbank einfach im Porsche-Design hat. Wenn ihr Interesse an der Powerbank habt, dann findet ihr unten in der Beschreibung den Link. Wenn euch das zu viel Geld ist, dann findet ihr unten aber trotzdem auch nochmal eine günstigere Powerbank, dann könnt ihr da zugreifen. Und mit diesem kurzen Video soll es das eigentlich gewesen sein und ich glaube, das war auch somit die einzige Powerbank, die ich hier auf diesem Kanal auspacke. Und ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem gefallen und ein bisschen unterhalten und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Also bis dahin, ciao!